Hä? War nicht so geplant, ne? Aber du hast eine coole Augenklappe, das muss man dir lassen. Du bist ja noch nicht fertig, Soldat. Schön leer essen, den Teller. Bring's zu Ende. Weiter geht es mit einer unglaublich abhängigen Folge. Bioshock Infinite. Woo! Oh yeah! Wir hängen hier immer noch ein bisschen rum und ja, es hängt sich gut, ne? Es hängt sich gut. Wir haben jetzt hier oben Frachthaken, wo wir uns mit bewegen können. Hier unten fettes MG-Geschütz. Das können wir direkt mal machen. Und dann gucken wir einfach mal, was geht. Okay. Boah, Alter. Ich würde sagen, wir gehen rein da. Was? Weg. Einfach aus dem Spielen genommen. Ey, ey, ey. Bruder. Immer ruhig hier. So will ich das haben, Bruder. Lecker, lecker, lecker. Gib mir die Eagle. Silver Eagle. Meine Eagle. So, gibt's hier noch irgendwas? Nix an Loot? Geh weg. Hey, hey, hey. Junge, ruhig. Fang Gesundheit. Danke. Nein. Böse, böse. Ich nehme mal den bockenden Bronco. Schützchen hat tolle Tricks auf Lager. Weißt du, was du da hast, Bucke? Es reicht, Slate. Wir brauchen diese Kraft, um aus Columbia wegzukommen. Und wir holen sie uns, so oder so. Slate! Da will jemand nicht hören. Kann ich hier ran? Nee. Automat leer, aber Kleingeld hat er noch, weißt du? Halt die Augen auf nach dieser Schockjockey-Kraft. Und Film. Ab. Das Wort des Propheten präsentiert. Das Lamm ist die Zukunft der Stadt. Eine Produktion. Der Spross des Propheten wacht von Monument Island über uns. Wann kommt sie zu uns? Der Vater wartet. Nur der große Prophet weiß es mit Sicherheit. Ende. Und Geld? Nein, danke. Und Geld? 300 Dollarius. Na komm. Wer weiß, was noch kommt. Film ab! Das Wort des Propheten präsentiert. Steht das Wunderkind? Seht das Wunderkind, eine Prophezeiung wird wahr. Nach nur 7 Tagen ist Lady Comstock Schoß wieder wie der Alte. Lady Comstock ist die richtige Mutter für dieses Wunder. Und Vater Comstock ist gar nichts. Die Zukunft unserer großen Unternehmungen liegt in der Hand des Propheten. Oder so. Hallo? Ja, ist ja gut, hört auf so laut zu sein. Blechmännerbucke. Dazu wird Comstock uns machen. Mit Drähten und Hebeln statt Köpfen und Herzen. Der ist auf jeden Fall hart dabei, der Junge. Der will's wissen. Oh mein Gott! Nee, Junge, mach ich nicht. Los! Töte, Geschütz! Töte! Mein Geschütz ist dead. Der Wichser hat eine Minigun. Ja, wie? Der schießt noch ohne Kopf. Willst du mich verarschen? Wo will denn der hinzielen? Gib mir dein Geld. Siehst du, Booker? Vielleicht bist du noch der, den ich kannte. Vielleicht auch nicht. Es spielt keine Rolle. Comstock hat unsere Geschichten und unsere Seelen ausgelöscht.
Das ist ziemlich krank. Und wenn ich weg bin, bleibt nur noch die Lüge. Direkt mit einer Panzerfaust aufs Maul? Pass auf. Gib uns einfach, was wir brauchen. Erledigt. Oh, keiner hier. Schade. Sollen wir... Na komm. Sind wir mal so gutherzig. Fertig. Hier gibt es keinen Schock, Jockey. Slade muss es mitgenommen haben. Da. 300 Cash, das mehr nicht. Aber Shock Jockey ist geil. Shock Jockey. Warte mal, hier geht's nicht weiter? Also hier gibt's nix. Nee, hier hat jemand geklaut. Hier hat sich jemand totgesoffen. Und ich bleib wieder leer aus. Ist das? Slade. Er ist hier. Bringt das was, wenn ich das hier abschieße? Nicht, dass ich jetzt Munition verschwende. Toll. Müssen wir jetzt wieder zurück? Was ist das? Comstocks Schiffe. Er kommt wegen Slade. Es war Slade, der bei Wounded Knee für sein Land tötete. Es war Slade, der die Tore Pekings stürmte. Slade! Slade! Comstock kommt, Booker. Immer die anderen, ne? Töten wird ihm nicht reichen. Oh nein, er will uns auch noch in Blech verwandeln. Das lasse ich nicht zu. Eine Schande. Er hat die Vergangenheit geraubt, aber mehr bekommt er nicht. Gib uns ohne Schockjockey kriegen wir das Ding nicht auf. Auf, Jungs! Der Soldatentod wartet. Soldatentod, stehe ich drauf. Finde ich geil. Die Frage ist, wie ich nur da hochkomme. Aua. Kann ich ihn da oben irgendwie fetzen? Hey, Münzen! Achso. Das ist ein Gewehr Rinski. Hier bin ich. Hallo. Wow, wow, wow. Tschüss. Du hast keinen Kopf mehr. Das sieht so witzig aus, ey. Entschuldigung? Ich bin immer noch der Alte. Oh Gott! Okay, okay, okay! Feuer reinigt! Finde ich ein guter Spruch. Kann ich hier gegen dich kämpfen? Bist du jetzt mein Bruder? Ich glaube, er ist jetzt mein Bruder geworden. Hier, Junge, der bockende Bronco für dich. Dankeschön, war auch echt an der Zeit, Bro. Hier, Dankeschön. Wer ist denn? Irgendeiner ballert mich hier wieder ab. Hörbuch, hey. Meine Männer und ich sind verloren. Verloren wie der edle Custer bei Little Big Horn. Aber wir werden uns Comstock und seinen Blöden, oh mein Gott, nicht beugen. Doch mein Speer hat ihn gesehen. Booker DeWitt ist unterwegs hierher zu Horn. Ist ja gut. Wir nannten ihn die weiße Rothaut von Wounded Knee. Wegen all der grausigen Trophäen, die er sich holte. Ein Mann wie er könnte uns den Frieden verschaffen, den wir so. Oh mein Gott! Fuck mich doch nicht ab! Geh doch endlich drauf! Jetzt! Mann! Stirb! Oh Gott!
Du warst ein Vieh. Na los, David. Zeig mir, was du kannst. Okay. Was? Er hat gesagt, zeig, was ich kann. Oh Gott. Danke, Lady. Ich liebe dich, Lizzie. Das gönne ich mir. Ja, ja, das gönne ich mir. Gönnung wird bei mir groß geschrieben. Ich könnte mir das ja jetzt mal... Das hier könnte ich mal durchwechseln, weil jetzt haben wir einfach noch ein präziseres Gewehr. Und eine Schrotflinte, also wer will mich jetzt fetzen, hä? Ich habe genug Munition für alle. Oh, was ein schönes Bild. Ja, garantiert nicht, Junge. Wenn du da jetzt reinläufst, stirbst du dann? Okay, das ist mir zu blöd. Oh yeah. Chuck Jockey. Die pulverisieren ihre Gegner. Hol dir von Slate Chuck Jockey. Na, Slatey Boy? War nicht so, wie du es dir gedacht hast, oder? Hä? War nicht so geplant, ne? Aber du hast eine coole Augenklappe, das muss man dir lassen. Du bist ja noch nicht fertig, Soldat. Schön leer essen den Teller. Bring's zu Ende. Jo, alles klar, machen wir. Easy. Sie haben dich nicht verdreht, Booker. Kein bisschen. Und Lazy, guck zu mir. Shock Jockey. Ich hoffe, das ist es wert, Slade. Oh yeah. Ich liebe Shock Jockey. Das war wohl ein Gnadenakt. Ja, ist mein Lieblingsding. Wahrscheinlich, ja. Gewöhnt man sich jemals daran? Eigentlich nicht. Schneller als du dir vorstellen kannst. Eigentlich nicht, Lizzie. Irgendwie wirst du dadurch nun noch verkorkster. Okay, Präzisionsgewehr. Nehme ich mit. Du bist nur noch verkorkster. Du denkst lange drüber nach und dann denkst du dir so, was tue ich hier eigentlich? So, genug vom Töten. Ich will Leute brutzeln. Ich will sie hardcore brutzeln. So, muss ich jetzt wieder zurück, oder was? Manchmal weiß man das ja nicht, ne? Nur zu, ich komm zurecht. Okay. Ach so, okay. Ne, warte mal, die haben wir doch hier. Ich geh nochmal runter. Jockey? Jockey? Ja, das scheint richtig zu sein. Und jetzt? Abschießen? Nee, das sieht nicht richtig aus. Okay, hast du gut gemacht. Ich bin stolz auf dich, Booker. Du bist ja fast Profi. Nee, aber wir müssen hier hoch. Zack. Dann hier drauf, okay. Verstehe ich auch noch, aber hier? Vielleicht hier vorne? Nein. Ich glaube, wir müssen nochmal hier, nach hier laufen. Lalalala. Kennen wir alles? Kennen wir alles. Nichts mehr Neues. Ernsthaft, durch die Türe bin ich nicht gegangen? Doch.
So, dann haben wir ihn gekillt. Dann hier durch. Nein. Wir haben ihn gekillt und dann hier durch. Haha, Fehler gefunden. Ich nur eins, zwei dumm. Ist nicht schlimm. Nein, nein, nein. Feuer. Und Hörbuch. Lady Comstock. Denen, die mich liebten, war ich die freigebigste aller Seelen. Kein Schmerz, den ich ihnen verweigert hätte. Kein Verrat, den ich nicht freudig an ihnen begangen hätte. Und als ich die Herzen aller, die mich liebten, entflammt hatte, da sprach der Prophet: Du kannst nichts tun. Diese Kräfte scheinen ziemlich stark zu sein. Ich werde sie so gut es geht mit Salzen versorgen. Danke. Wirst selbst du geliebt. Kleingeld, hey! Ich liebe Kleingeld. Meine gute Kleingeld. Ein paar Groschen. Ja, nee. Nee. Alter, wie er mir mit dem Gesicht voll in die Lunte luntet. Fehl mir die Worte. Affe. Was denn, Rabenmann? Will er meinen Raben ran? Tschüss, Rabenmann. Der Rabenmann, ey. Ich spüre, dass Slates Worte sie gequält haben. Sie haben mir gezeigt, dass es Situationen gibt, in denen es nur ums Überleben geht. Überleben ist das eine. Spaß an der Sache zu haben, das andere. Booker. Hör zu, du scheinst ein anständiges Mädchen zu sein. Je weniger du über mich weißt, desto besser. Ja, wir haben eine dunkle Vergangenheit. Gott, ey, mit diesem Schock-Jockey sind wir jetzt unbesiegbar. Das sage ich dir. Unbesiegbar. Bereich verlassen. Zurück zur Hall of Heroes im Plaza. Hey, die sind cool. Guck mal. Wo komme ich raus? Ja, wo komme ich raus? Da! Warum hast du nichts in der Tasche? Hier, gib mir Geld! Ich werde bald ein reicher Mann sein. Okay, und jetzt müssen wir wieder nach hier? Erstmal gucken, was haben wir denn hier? Okay, der Harry, der wartet hier immer noch auf uns. Dann würde ich sagen... Ne, warte, hier geht's nicht weiter. Können wir jetzt hier runter? Hey, jetzt können wir endlich hier drauf. Nice. Wisst ihr noch, letzte Folge... Alter, jau. Letzte Folge? Da wollten wir da hin. Oder vorletzte? Ich weiß es schon nicht mehr. Medizin. Medizin brauchen nur Rekruten. Nein. Gesundheit. Danke. Ja, Junge. Riesiger Roboter kämpft für mich. Los, ran da, Henry. Henry, Henry, ich nenne dich Henry. Henry Heinrich. Noch lecker Lockpick gefunden, geil. Na, Henry, wie geht's da vorne? Ist aber ziemlich beschissen. Blitzattacke! Gibt's hier nicht noch Loot?
Anscheinend nicht. Aber hier können wir auch nicht drauf. Ah doch, können wir. Panzerfaust will keiner haben. Ich will den Loot haben, mehr nicht. Und dann können wir hier weiterfliegen mit, ne? Können wir hier nicht mit weiterfliegen? Schade. Wirklich. Okay, wo führt es uns als nächstes hin? Wieder zurück. Ach, wer hätte es gedacht? Oh nein. Gut, den ersten hole ich mal raus. So, mal gucken, wie die alle wegkriegen hier. Der Feuermann ist hier vorne. Herbert ist hier. Kopfloser Herbert. Okay. Jetzt habe ich Bock rein zu präschen. Salze. Nice. Das war easy. Ein dreifaches Hurra auf uns. Auf mich? Ja, komm, okay, du hast mitgeholfen. Ohne dich wäre ich schon lange tot, Lizzie. Ich liebe dich. Und ich glaube, hier gibt es jetzt auch nichts Besonderes mehr, ne? Waschbecken. Da gibt es noch einen Silberigel. Den nehme ich natürlich mit. Aber sonst, das haben wir ja alles schon gelutscht. Nichts Besonderes mehr hier. Ich heiße Booker. Ich werde es mir gern zu Herzen nehmen. Booker. Gut. Wenn wir irgendwann mal nicht beschossen werden. Falls es Sie interessiert, da drin ist Ausrüstung. Ausrüstung? Nein. Nein. Autsch. Blödes. Vieh. Geh endlich drauf. Du Mistding. Halt's Maul. Moment noch. Oh. Das Vieh ist böse. Das Vieh ist definitiv böse. Okay, anscheinend gibt es hier Loot. Also kann ich hier auch noch? Nee. Auf dem Klo jemand was vergessen? Schade. Komm schon, Lockpick. Nee. Nix. Und hier? Töten auf dem Klo. Das macht mich wunderbar und froh. Ab zurück nach Hause, Lizzie. Hier, push. Also, let's push. Ich verstehe nicht so ganz, wie du das alles machst. Diese Risse. Ich hab sie immer als Tür geöffnet. Als junges Mädchen habe ich nicht nur die geöffnet, die ich fand. Ich habe selber welche gemacht. Ich konnte gehen, wohin ich wollte. Aber ich wollte immer wieder zurück. Wohin? Ich weiß nicht. Zu meiner Familie? Wie machst du das? Wie geht das? Wie gesagt, ich hatte sehr viel Zeit zum Lesen. Naja, und ich wollte sehen, ob es geht. Ich habe Bücher über Physik gelesen und so. Ja? Und was hast du dabei gelernt? Es ist ein Riesenunterschied zwischen dem, was wir sehen und dem, was ist. Das ist wirklich deep, ja. Weil wie können wir etwas definieren, was wir nicht sehen, was wir nicht mitbekommen? Wie sollen wir darüber sprechen? Es wird immer in Vergessenheit geraten. Nicht mal in Vergessenheit. Es wird niemals irgendwie eine News werden, weil wir wissen es nicht. Wir sehen das, was wir sehen sollen. Und mehr brauchen wir nicht zu sehen. Und was da sonst noch alles so rumschwirrt in der Welt, im Universum. Das bleibt für immer ein Geheimnis. Wie willst du was rausfinden? Gut. Shark, motherfucking. Ah, oh, ich habe keine Salze. So. Shark Jockey. Wer braucht schon das Elektrizitätswerk? Richtiger Patrick-Satz, ey. Gut. Humbert? Kürzte runter. Kürzte runter? Ich weiß es ja nicht. Guck mal, hier bewegt sich schon gar nichts, du. Nochmal. Doppeljocken. Ah, wow.
Genie Booker. Die Gondel kommt. Ja, du hast es erfasst, Lady. Lady Lizzie? Er wird dich im Stich lassen, meine liebe Elizabeth. Sobald er hat, was er will, ist er weg. Was kann man von einem Lügner und Frauenmörder anders erwarten? Komm, Stock. Vater, Prophet, was immer Sie sind, ich gehe und Sie können nichts tun, um mich aufzuhalten. Oh, mein liebes Kind, da täuschst du dich. Er kann nicht viel machen, nee, nicht wirklich. Was will er tun? Danke! Lizzie! Bestes Mädchen! Komm, direkt drauf, direkt drauf! Gar nicht verschnaufen! Rein in den Haufen! Skyline! Attack! Double Attack! Was? Blöder Pisser, ey! Oh, ja, ich drehe meine Runde. Alter, ich bin gleich dead. Halt. Jetzt. Schön kämpfen. Oh, ja, wow. Ich habe gedacht, ich mach's wie Spider-Man, ne? Aber Lizzie holt mich immer zurück. So, kann ich nochmal? Danke. Weil hier oben habe ich noch was gesehen, was wir mit einem Shock Jock hier öffnen können. Das will ich unbedingt machen. Wow! Das war episch! Shock Jockey! Lass mich hier rein. Salz und Geld, Zigaretten. Hey, das ist mein Haus, habe ich zuerst gefunden. Oh, danke. Schön durchs Fenster gegeben. Alter. Sie hat noch ein Sandwich dabei. Das gönne ich mir. Nahkampfexekution. Nee. Ausrüstung nehmen. Herr Buch. Der alte Preston ist ein Sportsmann, Miss Fitzroy. Ich schleiche mich nicht hinterrücks an, während sie schlafen wie diese Vox-Bubis hier mit ihren Messern. Okay, ein Skype für mich. Und noch einer. Boah. Und wenn Sie das hören, regeln Sie Ihre Angelegenheiten und dann kommen Sie, um im Angesicht der Poeten zu sterben. Sie werden die Waffe eines weißen Mannes brauchen. Versuchen Sie es. Hier ist noch voll die Rassentrennung, weißt du? Du brauchst Waffen eines weißen Mannes. Nur die Waffen eines weißen Mannes sind gut. Wow. Ja, damit hast du jetzt nicht gerechnet, ne? Harry von Heidelberg. War's das? Da oben will noch jemand aufs Maul. So, noch was? Oh Gott. Gott. Ja, danke, Lizzie. Geh doch! Endlich! Drauf! Du auch! Mach hier gar keine Faxen. Oh, was ein Fight. Gut. Ich würde sagen, Leute, das... Ja, komm, das knacken wir jetzt noch. Wir knacken jetzt noch das Schloss, Leute. Und dann würde ich auch sagen, beende ich diese Folge. Ich meine, wir sind jetzt hier schon auf dem Schiff. Wir gehen in der nächsten Folge mit dem Schiff nach hier oben. Und hier vorne will jemand prügeln. Dem geben wir noch Prügel und dann sehen wir uns in der... Feigling! Hey! Feigling! Kommt der wieder? Warte. Er müsste irgendwo wiederkommen, oder nicht?
Ach, er ist da hinten. Siehst du ihn da hinten? Gut, Leute, er wird eh heute nicht mehr kommen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, habt noch einen schönen Tag. Bis dann und ciao, ciao. I'm not a righteous man. I'm not a holy man. But I'll be damned if that damnation leads my lamb astray. American heaven ain't no place for angels anymore.